Hey Leute, willkommen zurück zu Bully, die Ehrenrunde. So, ich war nochmal kurz bei den Nerds und hab abgespeichert. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir mal runter zum Campus, machen die nächste Mission. Warte mal, irgendwie. Leute, ich will das jetzt wissen. Ich weiß, man kann irgendwie, kann man kriechen. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll. Ich hab das schon probiert. Ich habe alle Knöpfe gedrückt letztes Mal. Vielleicht einfach nur benutzen oder was? Nee, da kann ich ja nur einen Schneeball aufheben. So, geht das auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich ducken soll. Er macht's einfach nicht. Damit kann ich nur die Sachen wechseln. Ach so. Okay, mit dem Stick. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe beide Sticks mal reingedrückt. Das ist zum Ducken. Ach so. Ja, man muss sich einfach ducken, dann krabbelt er automatisch drunter durch. Das ist ja super. Ach Leute, man lernt immer wieder dazu. Ja, ich weiß die Steuerung. Hättest du mal lernen können, ne? Ja, habe ich. Habe ich nicht. So. Ich werde diesmal kein Rennen fahren. Ich würde sagen, ich gehe mal runter an die Schule. Und werde eine Mission machen, wie schon gesagt. Ach, ich weiß nicht. Winter ist schon cool irgendwie hier, aber ich möchte ehrlich gesagt mal wieder ein bisschen fahren, ohne zu schlittern. Dann kann ich ja mal das Board wieder auspacken. Das ist hier absolut, um es hochgestochen auszudrücken, obsolet. Einfach, das ist absolut unnötig, dass... Oh, jetzt gibt es eine neue Quest. Nee, lass mal. Ich fahre zur Bücherei, zur Bibliothek. Oh, sorry. Ja, ich weiß, dass das sehr, sehr weh getan hat. Schlechte Gegend. Amigo! I need your help! Amigo? Johnny and his goons were hassling me about algae. That guy's gone even crazier. He thinks algae is trying to put the moves on his girl. Algae? And Lola? I know! It's crazy! Everyone knows algae likes blondes. Listen. Find Algy and get him back here until Johnny comes to his senses. Where is he? I don't know. I know he was working on a math project for Hattrick with Cornelius. Maybe he knows where Algy is. Who? Cornelius. You know, the scrawny kid in the acting club. He did an amazing Juliet in the school play. I think he has a 4.0 grade point average. Mm-hmm. Was, 4.0? Warum sagt der 4.0? Ich meine, es war eine 1.0er-Schnitt, hat er eben gesagt. 4.0? Habe ich irgendwas verpasst oder haben die ein anderes Notensystem? Ich meine, bei den Schweizern ist es ja, glaube ich, auch andersrum, oder? Ach, keine Ahnung. Where's Algy, you walking beanpole? He's at the pizza parlor, okay? Please let me go now. Come on, we know you know where he is. Shut up, Gary. You guys get Algy and bring him to me at the clubhouse. You guys, take care of this pathetic excuse for a human being. I was hoping you'd say that. Ach, sieh mal, Gary, ich hab's doch gewusst. Lass den mal in Ruhe, bitte, ja. Oh. So. Ja, ich weiß, ich kann sie auch demütigen, wenn ich da ein paar Mal reintrete. Geht das jetzt nicht? Ja, demütigen. Hallo? Was? Der Ding gemacht. Ja, ja, ich merke das schon. Was? Oh, da. Ja, gut, ich dachte eben schon, das ist doch nicht neu. Da war ich doch schon mal. Ja, war ich auch schon mal. Gut. Ich würde sagen, wir laufen nochmal schnell hin. Ja, ja, Hattrick, lass mich mal in Ruhe. Das war doch Hattrick, oder? Ach toll, jetzt muss ich da wieder hinschlittern. Guckt's euch mal an. Aha. Oh, warte mal. Nee, mach ich nicht. Das ist gemein. Ich kann doch nicht immer die Räder klauen von den Leuten. Ich bin vielleicht ein Rabauke, aber kein Dieb. Nicht immer. Je nach Tagesform, wie ich gerade lustig bin. Aber sonst, nee. Jetzt mache ich das nicht. Kann man sogar an den Bordsteinen, komme ich nicht vorbei hier, Mann. Meine, ich mag das echt nicht, diese Physik hier. Stell ich mal vor, ich müsste jetzt ein... Oh, guck mal, was ich für ein Turbo drauf kriege gerade. Okay. Wenigstens das Auto kann gerade ausfahren. Das ist so bescheuert, ich sag's euch. Guck mal, sogar hier rutscht's. Dürfte gar nicht sein. Hier ist kein Schnee. Ich sehe zumindest nichts. Komm schon. Nein. So. Jetzt ist da schon wieder Stress. Lass mal meinen improvisierten Weihnachtsmann. Ach nee, das war der falsche Weihnachtsmann, gell? Oh oh, jetzt gibt's Ärger. So, Chad. Honey, listen. It's just 100 bucks.
That's nothing to a man of your means. Oh, but Lola, I'd have to steal it off of my father. But Lola, I thought that me and you... Shut up, Fatso! Big boned, not fat. I thought you liked me. You said you did. I do. I really do. Some friend you turned out to be. You must think I'm really cheap. Just a cheap slut. Well, that's it. No, no, no. But Lola, wait. Smart ass. Ridiculous. Women. Ugh. Look at you both. You're pathetic. But I thought she liked me. I don't believe this. You both better get over it. Oh, no. Listen, we gotta get out of here before Johnny Vincent sees you hanging out with his girlfriend. Algie, you take the girl's bike. Chad, you better pedal for both of us. I got a feeling I'm headed for a fight. Er freut sich doch schon. Ja. I was just helping Lola study, honestly. I'm so scared. What? Well, he's gotta be around here somewhere. Let's go find him. Das ist so eine richtige Ausnutzerin, einfach so eine Goldgräberin, sagt man ja auch, eine Golddigger. Oh oh. Is that Algie? On a girl's bike? Ja, ist er. Oh Mann, was muss ich jetzt machen? Ach so, ich muss schießen. Cool. Haha. Haha. Ah, ich muss immer hintergucken. Ey, das ist richtig cool gerade. Das macht bestimmt voll Laune. Also, wenn ich es hinkriege. Ach, komm schon. Oh, das vibriert die ganze Zeit, weil ich das Ding halte. Oh, ich kann das ja. Ich glaub's gar nicht. Du Penner. Wie gut, dass ich so viel Lebensenergie hab, ne? Oh. Oh yeah. Ich kann das, Baby. Solange es nur horizontal ist, kriege ich das hin. Ja, aber ich glaube, das wird nicht mehr lang so sein. Hallo? Arsch. Oh yeah. Sag mal, ihr habt es drauf, Leute. Ah, ah, ah. Sag mal, ihr könntet die Böller schmeißen. Die Mädels erschrecken sich doch. Oh nee. Das war nicht gut. Ja, das ist voll gut. Hat irgendwas von No One Lives Forever. Kennt ihr das? Das ist super, wo man auf dem Dreirad wegfährt. Oder den einen Typ verfolgt, er gesagt. Hallo? Ich dachte, ich hätte gespannt. Habe ich gar nicht. Ah, ihr Penner. Kommt noch mehr, ne? Ich weiß es doch. Ich denke, wir haben sie verloren. Gut. Ich bin müde. Gib mir eine Minute, um meinen Breath zu fangen. Ach komm. Es ist eine Trap! Es ist eine Trap! Chad, step on it! Oh nö. Aber LG hält ganz schön durch, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Oh. Das kriege ich auch noch voll ab. Ich kann ja nichts machen. Das finde ich gemein. Nein, nein, nein. Runterfallen sollst du jetzt. Das ist so bescheuert. Es ist halt schon irgendwie lustig, weil es alles nicht wirklich tödlich ist, was die Jungs da machen. Das sind halt so typische Jungsstreiche. Ich meine, deswegen spiele ich sowas lieber als GTA. Auch wenn es so überspitzt ist, ist es halt ziemlich krass überspitzt mit Morden und so. Und das finde ich dann doch nicht so toll. Dann lieber sowas Harmloses mit ein paar Schlägereien. Ich meine, das ist auch nicht harmlos, aber ne, ihr wisst schon. Nicht tödlich. Ist gut, macht Spaß. Boah. Zum Spielen zumindest. Zum selber machen ist es nicht empfehlenswert. So. Haben wir es jetzt bald. Wir sind doch gleich am Campus schon wieder. Oh oh. Ach komm. Oh oh. Voll erwischt. Aha. Da können wir hin. Komm jetzt. Kommen wahrscheinlich keine mehr jetzt. Kann ich mal Passanten abschießen? Oh. Ja, wie? Na komm jetzt, Algie. Oh Mann, die bringen sich auch immer in Schwierigkeiten. Oh Mann. Ja, jetzt sind die Greaser wieder ein bisschen schlecht auf uns zu sprechen, aber die Streber wieder gut, ne? Das ist hier immer ein Auf und Ab. So, jetzt kann ich endlich mal wieder mein Training absolvieren. Ich sehe es ja schon, das Haar. Das heißt, ich kann die Transistoren endlich beide abgeben und habe damit die Questreihe fertig, wenn man so will, oder? Oder kommt da noch was? Ich habe keine Ahnung. Oh, dieses Skateboard, ich sag euch. Ist ja gut. Russell, mach mir mal keinen Stress, bitte, ja? Hallo. Oh, jetzt ist das schon wieder so blöd hier. Meine Güte. Gut.
Ein bisschen Hilfe 5. That'll do. You ready to train? Der hat ja was von dem Bad Santa, oder? So ein bisschen. Ja, will ich. Und, jawohl, Roundhouse Kick. Chuck Norris Gedächtnistritt. Obwohl er ja noch lebt, was? Na, ich muss ja viermal. 1, 2, 3, 4. Ne, das war's auch nicht. 1, 2, 3. Hallo. Bam. Bam. Na gut, ich benutze die 5er-Kombo. Ich glaube, die ist am wirkungsvollsten. So. Ja, ich hab noch einen. Warte. Machen wir gleich. Kriegste. Okay, geht sogar gleich wieder. Super. Alles klar, Kumpel. Letzter Transistor. Ich bin mal gespannt, was er damit anstellt. Nee, hab ich nicht. Ich denke immer an dich, Freund. Thanks, Kid. Okay, now let's train. Irgendwie hat ja Jimmy ein Herz für Asoziale. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Hier. Bam. Der haut mal richtig rein, Leute. Die fette Kombo und dann noch der Schlag am Ende. Das ist gut. Yes. Alter. Also damit schaffe ich sie alle. Das ist schön. Oh yeah. Gut. Nicht ernsthaft, oder? Alter Schwede. Oh, Leute. Oh, Katzenalarm. So, wo waren wir? Ich wollte eine Mission machen, glaube ich, oder? Ja, wird mal Zeit. Was haben wir denn noch? Ich kann auch runter zu den... wer war das nochmal? Das waren noch die Preps, oder? Auch wieder mal. Was soll ich denn für die Preps machen, sag mal? Hi! Wow. Das ist krass, was man hier für eine Geschwindigkeit draufkriegt. Graffiti. Hey! Oh. It's you. Is that any way to greet your new boss, Harrington? Well, is it? No. No what? No, sir. That's better. At ease, girls. Listen, boss, those grease monkeys are making life very difficult for Gord. That's because Gord was showing one of their girlfriends a good time. Some leader you turned out to be. Father says leadership is about looking after those you lead. He taught me that right before he laid everyone off. So what do you want me to do? Send them a message all over their dirty little slum. Why should I? Because you're the boss. Exactly. I'm the boss, and I'll go send the message. Na, immerhin macht er mal was, ne? Sprayfarbe. Ich meine, oh, wieder da oben natürlich. Warum muss ich immer so weit laufen hier? Das ist ja furchtbar. So, Kinder, ich hol mir ein Fahrrad. Ich sehe das nicht ein, dass ich da hochlatsche. Das ist immer so ein langer Weg. Hol ich mir ein schönes Mountainbike und das klaue ich mir dann irgendwo wieder zusammen. Ja, es wird einem auch nichts erspart hier. Wenn man der Chef ist, dann muss man sich auch um alles selber kümmern. Dass ich nicht einfach so einen Lakaien losschicken kann mit der Spraydose, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das war das nicht so Gute, oder? Nee, das war das Dritte. Ach, guck mal, das geht ganz schön ab. Okay, das ist doch ganz schön schnell, das Teil. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Dann hoffe ich, dass ich bald Arbeitslehre... Ja. Dass ich bald Arbeitslehre 5 habe, dann kriege ich das schnellste Rad wahrscheinlich. Mit dem besten Handling und allem. Oh, das geht mal voll ab, das Teil hier. Uiuiui. So. Habe ich da die Spraydose hier? Oh, hallo. Ich habe gar keine Spraydose. Wahrscheinlich nur... wenn ich das Ganze zu Fuß mache. Ja. Lalala. Oh, was? Oh, das ist gar nicht so schwer. Ich kann die Linie gar nicht verfehlen. Jimmy was here. Ja. Jetzt muss ich auch noch Sprayfarbe nachkaufen. Was ist denn hier los, sag mal? Oh, da ist ein Gummiband. Ja, steig ab, Jimmy. Sweet. Sweet.
Damit werden es nur noch 28 Gummibänder. Okay, was süß? Nö. Sprayfarbe. Okay, mehr geht wohl nicht. Na gut. Da werde ich noch ein bisschen mehr sprayen in meinem neuen Gebiet hier. Da haben wir sie. So, mein Fahrrad. Alter. Ich hau euch gleich. Ich hau euch wirklich gleich. Dann könnt ihr mal gucken. So. Das ist gar nicht mal so doof hier. Okay. Grease Ball. Was? Balls? Ach, was weiß ich. So. Ich war nie so der Graffiti-Mensch. Take a bath. Ja, das sind so... Take a bath, Greasy. Das sind so Kinderbeleidigungen. Ey! Dicker! Runter von meinem Rad. Ich sag's dir, Freund. Ja, siehst du mal. Genauso. Genauso. Ey. Söder Greaser. Und Peng. Kann ich da schon wieder sprühen jetzt? Guck mal, ich kann da schon wieder sprühen. Das ist ja super. Geht das echt? Okay. Das ist gar nicht so, wie ich drücke irgendwie. So, ich nehme mein Fahrrad jetzt immer mit. Fertig. Da geht's noch rein. Ja, weil es hier auch jeder sieht, ne? Ist ja voll gut. So, komm. Ich bewege den Stick jetzt einfach ganz schnell im Kreis. Das geht sogar noch besser. Was? Grease Scum? Ach ja. Moin. Der wird sich irgendeinen Mist ausdenken. Das ist ja auch in Ordnung so. Okay, wo habe ich denn noch eins? Obala. Hallo, Old Lady. Ich will dir nichts tun. Bitte erschrecken Sie nicht, wenn es ein bisschen nach Ölfarbe riecht. So. Ist Sprayfarbe aus Öl? Oder auf Ölbasis? Ich weiß es nicht. So, das reicht. Schön gemacht, Jimmy. Somebody is gonna get their freaking lights knocked out. Who could ever call this art? Oh. Greaser Respekt, minus 25. Die nehmen das ganz schön ernst hier, dass ich da so ein bisschen was einfach hintagge, ne? Da wollte doch eben einer was von mir. Solange du Farbe hast, kannst du beliebige Graffiti sprayen. Sprayen. Oh, guck mal, da gibt's Schlägerei. Hau ihn kaputt. Hau ihn kaputt. Ach, schade. Oh, oh. Die Butze. Die Butze! So. Lass mal gucken. Ist schon wieder 9 Uhr, Leute. Ich muss schon wieder ins Bett. Es ist aber auch immer spät hier, ne? Warte mal. Boah. Okay. Wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte nicht schlagen, meine ich. So, komm, steig mal ab, Jimmy. Hallo. Ja, ist okay. Gut, ich gehe nochmal kurz in den Bike-Laden. Warum hat er eigentlich so lange auf? Gibt's doch nicht irgendwelche gesetzlichen Öffnungszeiten? Was haben wir denn? 15, 25 Mountainbike. Und das sind nur die einzigen drei, ne? Oh, super. Ich hab $400, Leute. Das ist ja krass. Ich gehe noch ein bisschen shoppen, wisst ihr? Wisst ihr, mach ich. Achso, hier gibt's nur Rennen 4 übrigens. Ist ziemlich doof, finde ich. Ist ziemlich doof. Komm, ich spray nochmal ein bisschen. Da, komm. So, bringt mir das irgendwas, wenn ich das mache? Hallo. Ich weiß, es ist nicht hübsch, aber es ist zweckdienlich. Habe ich jetzt endlich Spraydose leer? Nee, habe ich nicht. Was macht das? Was soll denn das, dass ich alles voll sprühe? Oh, oh, die Butze. Da ist die Butze. Der guckt schon böse. Oh, ich mach gar nichts. Ich bin kein Rowdy oder so. Okay, das geht gar nicht so schwer. Eine 3. Nerdscum. Okay, kannst du lassen. Vielleicht hält er die Spraydose, würde ich mal gerne wissen. Ja. Ne, mag ich auch. Ist schön. Oh, da ist eine Herausforderung. Ein roter Stern. Haben wir noch Zeit? Nee, leider nicht. Leider nicht, Leute. Ich würde sagen, ich gehe mal halt speichern und gehe dann auch pennen. Ach, Mann. Wahrscheinlich muss ich da irgendwas wieder einsprühen oder sowas, ne? Was ist denn hier mit den Texturen los? Warum flackern die in letzter Zeit so komisch? Hab nichts gemacht. Das ist das Spiel, das ist böse zu mir. Hallo, kann ich bei dir was kaufen? Außer Murmeln und Stinkbomben. Warum kann man in einem Comicladen Stinkbomben kaufen, bitte? Ja, ich kann mir gar nichts kaufen, weil ich das alles selbst bauen kann, ne? Außer die Murmeln. Okay. Ist okay. So. Aber gut, liebe Leute. Ja, es ist mal wieder ein bisschen früher Schluss. Ein paar Sekunden ist ja nicht so wild. Oder? Ich weiß gar nicht, wie ich den Cut gesetzt habe. Wegen der Katze. Katzenalarm. Naja. Wie dem auch sei, Leute. Ein Like wäre super, wenn es euch gefallen hat. Dann würde ich mich sehr über eure Unterstützung freuen. Wenn ihr vielleicht noch was anzumerken habt, haut's in die Kommentare.
Was ihr vielleicht noch sehen wollt, genau das meinte ich ja schon. Was ihr vielleicht noch hier als Vorschlägen hättet, was ich noch zeigen kann. Wahrscheinlich habe ich noch nicht mal die Hälfte entdeckt, was es an Sehenswürdigkeiten gibt. Ich gehe auf jeden Fall speichern und sage, wir sehen uns wieder nächstes Mal bei Bully, die Ehrenrunde.